Blumengießen mitten in der Stadt, die Mittagspause an einem schattigen Plätzchen genießen und gleichzeitig auf den Klimawandel aufmerksam machen. All das können die Münchner jetzt am Isartor erleben. Über 6000 Kilometer und halb Europa hat das mobile grüne Zimmer hinter sich gelassen. Frankfurt, London, Brüssel, die etwas andere grüne Idee. Das grüne Zimmer ist eigentlich entstanden aus einem EU-Forschungsprojekt. Da haben wir mit Universitäten, Städten und eben Firmen wie uns zusammengearbeitet, um ein Konzept zu erstellen, wie grün in die Städte kann, ohne dass Platzbedarf herrscht. Und man hat dann überlegt, man muss einfach in die Vertikale gehen. Die großen Städte werden immer dichter. Es gibt keinen Platz für Gärten. Und da hatten wir überlegt, dass das dann auch mobil sein sollte. Und so ist die Idee des mobilen grünen Zimmers geboren. Wir dachten, es ist ein sehr, sehr gutes Projekt, um direkt hier in der Stadt zu zeigen, wie wichtig kleine grüne Oasen sind, die Schatten spenden, Klima und die Luft einfach verbessern. Münchens Bevölkerung wächst stetig. Die Freiräume werden immer weniger. Das Wetter extremer. Herausforderungen für die ganze Stadt. Es ist kein Geheimnis, sondern ja auch eine durchaus schwierige Diskussion in der Stadt, dass sehr viel weiter zugebaut wird, dass wir nachverdichten, dass wir auch schauen müssen, dass wir gleichzeitig das ökologische Gleichgewicht und die Grünräume sichern. Und das zeigt, dass man auf kleinstem Raum eigentlich auch einen Beitrag machen kann. Für das Gemeinwohl jedoch ist nicht nur die Stadt gefordert, ihren Beitrag zu leisten. Es gilt, sich an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels anzupassen. Dafür ist es eine wichtige Aufgabe, dass alle Bewohner Grünflächen schützen und neue entwickeln. Ich glaube, wir bräuchten ganz, ganz viele solche Initiativen. Es muss ja nicht immer jetzt so ein mobiles Element sein. Das ist vielleicht der einzelne Hinterhof, den man noch verbessern kann. Wir haben ja auch die Krautgarten-Initiativen, wo wir der Bevölkerung ja auch Flächen zur Verfügung stellen, wo sie selber anbauen können. Es gibt Initiativen, glaube ich, ganz wichtig im Bereich von Bildung und Integration, wo es Nachbarschaftsgärten gibt und wo Schulen auch mit Schulklassen zusammen solche Initiativen machen. Aber auch bundesweit soll weiter auf die Kampagne aufmerksam gemacht werden. Die nächste Stadt wird Bühl sein und dann wird es wahrscheinlich erstmal wieder in die Gärtnerei zurückkehren und im nächsten Jahr dann wieder auf Tour sein. Bis zum 21. Juli dient das grüne Zimmer am Isartor noch als kleine Erholungsoase und Infopunkt.